Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grim Fandango und dem Game-Breaking Bug. Der aber anscheinend gelöst ist, so halb. Indem ich was ausprobiert habe. Ich erzähle euch das gleich. Ich habe auch in die Lösung geguckt für dieses Rätsel hier, weil ich habe hier echt lange gesteckt und ich dachte mir so, wieso funktioniert hier nichts? Ja, das Problem ist, warum hier nichts funktioniert, ist, weil es hier einen Bug gibt. Der mich jetzt auch ziemlich aufregt. So, man muss hier einen Knochen reinwerfen. Und dann kommt dieser Biber da oben und sollte diesem Knochen hinterher springen. Und in dem Moment müsste man hier mit dem Feuerlöscher stehen. Dann wird der gelöscht, wenn er ins Wasser fällt. Und das muss man öfter wiederholen. Das Problem ist jetzt, dass der Biber da oben feststeckt. Lustigerweise habe ich gerade, während ich nicht aufgenommen habe, diesen Bug mal gegoogelt. Und während ich das getan habe, ist der irgendwann da oben nicht mehr festgebackt, wie so ein Vollidiot. Und es ging. Also der ist dann irgendwie, er braucht eine Zeit. Wir müssen jetzt einmal kurz hier warten. Er braucht etwas. Ja, das ist spaßig. Manche haben auch geschrieben, man sollte das Spiel einfach mal speichern, dann sollte es wieder gehen. Können wir jetzt vielleicht auch mal ausprobieren. Könnte ja funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht die Programmierung dahinter. Wir speichern einfach mal. Pass auf hier. Feld 4. Es stimmt! Ist ja unglaublich. Aber er benutzt den Feuerlöscher nicht. Wieso benutzt er den Feuerlöscher nicht? Ach so, ich muss draufdrücken, ne? Ja, ich muss draufdrücken. Okay. Wir können weiterkommen. Ich bin froh und begeistert. So, nehmen wir ihn. Ja, er ist wieder stuck. Wir speichern wieder. Ist das bescheuert? Also wirklich. Warum? Aber wenigstens geht's jetzt. Ich bin froh. Wir müssen jetzt alle Biber hier drin so auf diese Art und Weise versenken. Ist auch eine sehr spannende Spielmechanik, muss ich sagen. So, habe ich denn noch Knochen dabei? Ich habe noch Knochen dabei. Das ist gut. Es ist, ja. Aber wir müssen wieder speichern. Der Biber bleibt da oben wieder stecken. Schöner Biber. Arschloch-Biber. So. Haben wir noch mehr Knochen dabei? Also das ist die dümmste Stelle im Spiel, glaube ich, bis jetzt. Also jetzt mal Real Talk. Es ist frustrierend. Wir haben keine Knochen mehr dabei. Das heißt, wir müssen erstmal hoch. Wie ihr seht, wir haben nur noch einen Biber hier. Und den müssen wir jetzt da auch reinbieten. Wir haben noch zwei Biber hier, sehe ich gerade. Wir nehmen ein paar Knochen mit. So. Ja, an sich ist das Spiel aber cool. Es ist halt ein altes LucasArts-Game. Ich sag mal, wie es ist, die sind meistens cool. So, jetzt müssen wir erstmal hier noch die restlichen Biber wegmachen. Ein Riesendank an diesen Ehrenmenschen, der herausgefunden hat, dass man durchs Speichern weiterkommt. Es ging auch so, wenn man wartet. Aber es dauert, ne? Es dauert wirklich eine Zeit. Was natürlich extrem ätzend ist. Weil, wer will denn so lange warten? Jetzt mal ehrlich. So, er ist wieder da. Dann müssen wir wieder so machen. Diesmal klappt das nicht so. Wir machen nochmal. Diesmal klappt das wieder.
So, der nächste Biber ist dahin. Und ich glaube tatsächlich, wir haben einen Biber noch da hinten gehabt. Aber ich hoffe, ich spreche jetzt übrigens mal wirklich. Also jetzt mal wirklich, ihr seht, wie lange es her ist, dass ich gespielt habe. Ich weiß trotzdem noch, was hier Phase ist. So halb. Ja, endlich. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Ja, müssen wir Glottis holen. Glottis, wo bist du, Glottis? Glottis. Komm mal hin. Was auch immer du da tust, ich habe keine Ahnung. Was? Ist das bescheuert, ey? Da müssen wir mit Glottis sprechen. Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. Das hebe ich nicht auf. Haben wir noch den Schlüssel, dass wir mit Glottis interagieren können oder wie? Nein, haben wir nicht. Wie sollen wir den Glottis rufen? Aus dem Weg! Wie sollen wir den Glottis rufen? Wir brauchen Glottis. Aber Glottis ist nicht hier. Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Wir brauchen Glottis wahrscheinlich, wirklich, ne? Oder hier. Du hast eine Sense, eine richtig krasse Sense. Mach was damit. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Das kann ich sogar verstehen. Ah, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Ich dreh durch. So. Kriege ich das mit dem Knochen ab? Da ist kein Platz für einen Knochen. Gut. Noch ein Versuch mit dem Feuerlöscher. Das brennt doch nicht. Ja, das brennt nicht. Gut. Wie kriegen wir jetzt Glottis hier hin? Ich kann ihn nicht rufen oder so. Hallo? Weißt du, hätte ich zu Lebzeiten so einen Wagen gehabt, wären ein paar Dinge anders gelaufen. Ja, hier steigen wir ein, ne? Müssen wir hier was dran machen? Ich lasse das Schild hier, als Warnung für andere. Ich lasse das Schild. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor! Ich hasse alles an diesem Level. Ich guck jetzt nochmal schnell nach, weil. Wir können ja wieder nicht sein. Glottis muss uns helfen. Warte, da war was. Da ist das Schild, ne? Aber wir können Glottis so nicht benutzen. Wir können aufsteigen. Wir versuchen es nochmal. Wahrscheinlich werden wir wieder auskatapultiert. Und, wahrscheinlich werden wir wieder rauskatapultiert und, ist kacke? Nee. Doch. Ja. Es ist wieder ein Fehler. So, pass auf, ich habe eine Idee. Gut. Es ist wieder mal ein Fehler. Ach, dieses Spiel ist so schön an dieser Stelle hier. Ich liebe es. Wenn die Fehler sich häufen, werde ich dieses Spiel auf jeden Fall nicht zu Ende spielen. Weil es bescheuert ist. Geht das wieder hier mit vielleicht? Das bekomme ich. Ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den Domino mir mal geschenkt hat.
Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den... So eine Kacke, ja. Ja. Moment. Wir haben den Schlüssel noch, oder? Wir haben den Schlüssel noch. Oh, ich hab hier ganz, ganz gut gespeichert. Oi, 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 oi. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Jetzt müsste eigentlich Glottis kommen. Glottis kommt nicht. Ah, ich hab... Das ist doch doof. Es ist doch dumm. Wieso? Das Spiel verkaufen die noch? Wieso? Wieso ist da ein Fehler immer noch drin? Und zwar so weit, dass man nicht weiterkommt. Es ist doch doof. Also, ich verstehe es halt nicht. Also ich will es auch irgendwie nicht verstehen. Ich muss einmal kurz gucken, wie man das hier wieder beheben kann. Das ist ein einziges Shitfest gerade. Es haben auch wieder noch mehr, die das Problem haben. Spielstand laden. So, Spiel speichern. Wir nehmen ihn. Wir untersuchen mal. Das ist der Schlüssel zum Höllentor, wenn ich mich recht entsinne. Allein nützt er nicht viel. Gut. Jetzt müsste danach Glottis kommen. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Wir bleiben mal stehen. Ich guck mal eben nach währenddessen. Ach, Gemini says he needs Glottis to open it. Ja, das soweit sind wir jetzt auch. Nee. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, mein Freund. Es ist schon verdammt nervig gerade. Eventuell ist das hier wirklich vorbei dann. Okay. Ich habe eine Lösung gefunden. Vorsicht! Okay. Wir müssen mal hoch. Eventuell habe ich das auch schon gemacht und es funktioniert einfach nicht. Es ist auf jeden Fall sehr lustig, dass dieses Spiel so broken ist. Ich gucke jetzt erstmal nach, ob das funktioniert. Weil man muss zu einem Tower mit einem drehenden Ring. Und dann Glottis Wagen zu einem Lowrider umpowern. Das Problem ist... Ich glaube, das ist schon so, ne? Ich glaube, der hat schon einen Lowrider. Ich weiß nicht, wo die komischen Geräusche herkommen, aber ich überprüfe zur Sicherheit lieber mal die Knochenschleuder. Ja. Oh.
nee, Junge, ist nicht dein Ernst. Er foppt mich. Der foppt mich. Was ist das denn? Das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Also es ist ein einziges Shitfest. Dankeschön, LucasArts. Das ist ein sehr schönes Spiel. Renn doch mal ein bisschen hier hin, Mann. Manny. Manny, run. Run, Manny. Ja, brumm, brumm. Mach doch mal brumm, brumm durchs Tor durch, Glottis. Gut. Können wir hier mit da rein? Manny, das ist ein tiefer gelegter Straßenkreuzer, kein Geländewagen. Wir haben nicht genug Bodenfreiheit für so eine Straße. Oh, hier ist auch noch was. Es ist doch alles nicht wahr. Aber hey. Ichole, Mano. Was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Glottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Ach, sehr gut. So, dann machen wir hier weiter. Vorsicht, Manny! Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Oh, obwohl... Oh! Wenn wir den Baum umreißen könnten, würden sich die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder daraus bauen. Ja. Moment! Ich werde mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Hm, das sollte reichen. Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Nochmal betätigen. Hey, solange das abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten. Ist es jetzt einfach nur stumpfes Aus- und Anmachen, bis er alle Gewichte oben hat? Finde ich nicht so gut, wenn es so ist. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Ich fand es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen bescheuert, dass wir in einem anderen Bildschirm waren und jetzt nochmal zurückfahren mussten. Da musst du erstmal drauf kommen. Also das sollte reichen. Ist schon sehr, sehr wild. Reicht immer noch nicht. Wenn ich sie vielleicht ein bisschen verschiebe? Okay. Mein Gott, geh doch mal schneller hin. Boah, das ist auch nervig, dass er da nicht hinrennt. Hallo. Das Rad sollte den Baum umreißen, denkst du nicht? Ich würde ja raufklettern. Aber ich möchte Glottis diesen Spaß nicht vorenthalten. Das hebe ich nicht auf. Mein Gott, also das ist... Ich muss sagen, das ist eine Scheißspielmechanik. Ich bin froh, dass es in neueren Point-and-Clicks besser ist. Abgeschaltet ist, versuche ich mich mal an den Gewichten.
Hat das jetzt was mit der Schubkarre zu tun gehabt oder habe ich die jetzt einfach nur hin und her geschoben und es hat nichts gebracht? Okay, gib mir noch eine Sekunde. Ich glaube, es hat nichts gebracht. Das sollte reichen. Ach, dieses Spiel macht Spaß. Komm nicht dran. Ja. Ich kann nicht mal mehr was drücken. Es ist komplett abgeschmiert. Sehr gut. Wir sehen uns gleich wieder.